Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de oder später das Video anschaut. Heute wollen wir uns einen Text anschauen, der oft angewendet wird, der oft zitiert wird. Ich möchte behaupten, nicht immer so, wie Jesus ihn eigentlich gemeint hat. Und dieser Vers ist deswegen, oder dieser Abschnitt ist deswegen berühmt, ich möchte nicht sagen berüchtigt, weil er oft in Situationen angewendet wird, die eben nicht so schön sind. Dieser Abschnitt ist meistens verbunden mit unangenehmen Gemeindesituationen. Die berühmten Verse aus Matthäus 18. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, ja, wenn es Streit in der Gemeinde gibt, wenn jemand sich mit jemandem verkracht hat, dann wird gesagt, wir müssen nach Matthäus 18 vorgehen, oder da ist nicht nach Matthäus 18 vorgegangen worden. Und wir wollen uns heute anschauen, was diese Verse eigentlich bedeuten, was Jesus uns sagen möchte und was wir alle, ganz egal, ob wir gerade in Streitigkeiten leben oder nicht, kann ja auch kommen oder gewesen sein, was wir daraus lernen können und was Jesus uns heute sagen möchte. Und bevor wir beginnen, möchten wir noch einmal kurz niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir aus jedem Wort leben dürfen. In deinem Wort gibt es kein einziges, das unnütz oder überflüssig wäre, sondern in jedem Wort, in jeder Phrase, in jedem Satz steckt so viel Weisheit und Licht und Kraft. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt dein Wort studieren, dass wir nicht einfach nur Konsumenten sind und uns darüber freuen, dass dein Wort interessant ist, sondern dass wir uns die Frage stellen, ob das, was wir lesen, in unserem Leben sichtbar ist oder ob wir uns von dir, ob wir Vergebung brauchen, ob wir Veränderung brauchen, ob wir umkehren müssen in bestimmten Punkten unseres Denkens. Herr, wir möchten dich bitten, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert hineindringt in unser Denken, in unsere Gefühle und uns den rechten Weg zeigt. Herr, das bitten wir von ganzem Herzen. Amen. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 18 und wir lesen Vers 15. Matthäus 18 und dort Vers 15. Wer mag den mal lesen? Matthäus 18, Vers 15. Genau, danke schön. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Erste Frage. Wenn der Vers beginnt, wenn aber dein Bruder gesündigt hat, was sollten wir bedenken, wenn der Satz beginnt mit wenn aber? Was sagt euch das? Der Satz beginnt mit wenn aber. Ihr lest einen Satz, da steht, wenn aber dein Bruder an dir. Was denkt ihr sofort? Was sollte man denken? Keine Gedanken? Wenn aber dein Bruder. Das heißt, früher war ich so, aber jetzt ist etwas passiert. Ja, genau. Also, ist das so, ist das nicht? Ja, genau. Also, das ist so, ja, wenn, das ist also. Nur falls es der Fall ist, ja. Also wenn ein Satz beginnt in der Bibel, wenn aber das und das ist, was sollten wir auf jeden Fall tun? Eine Aktivität. Ja, vielleicht. Ja, genau, anschauen, was davor steht. Wenn aber bedeutet ja, da war schon was davor, oder? Da ist was passiert, wenn aber das ist. Ja? Kein Buch der Bibel fängt an mit den Worten, wenn aber. Ja, sondern das ist immer nach etwas anderem, das schon da war. Und das ist wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, weil das wird nie gemacht. Weil was steht vor Matthäus 18, Vers 15? Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und in unseren Köpfen ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf immer irgendwie die Menschen draußen in der Welt, die so verloren sind. Und Matthäus 18, Abvers 15 ist, wie wir in der Gemeinde mit Streitigkeiten umgehen, oder?
Aber in der Bibel selbst, in der Rede von Jesus an seine Jünger hier, ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das verlorene Schaf, das scheint nicht so gut. Und dieser Konfliktordnung, sag ich mal, ja, wie geht man mit Konflikten um, das hängt direkt aneinander, das hat direkt miteinander zu tun. Mit anderen Worten, die berühmte Passage von Matthäus 18 hängt direkt an dem berühmten Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und was ist, das haben wir letztes Mal angeschaut, deswegen können wir das kurz mal wiederholen. Was ist die Hauptbotschaft vom verlorenen Schaf? Was haben wir rausgearbeitet? Was ist so die? Genau, ja, Rettung. Wer will retten? Was ist die Hauptbotschaft von dem Gleichnis vom verlorenen Schaf? Gott liebt uns so, dass er sich um diesen einen verlorenen Planeten so sehr kümmert, obwohl er 99 hat, die ihn nie verlassen haben. Und zwar so sehr, dass er die 99 verlassen hat im Himmel und uns gesucht hat. Er ist auf die Erde gekommen, er hat alles riskiert, damit er den einen oder anderen von uns retten kann, ja, wenn er es findet. Und das ist ganz wichtig. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns, Gott will wie viele Menschen retten? Alle. Das ist die Grundlage für Matthäus 18. Weil Gott alle Menschen retten will, deswegen stehen jetzt die Dinge, die jetzt kommen. Und alles, was wir hier studieren, jetzt in den nächsten Versen, studieren wir quasi in diesem Hintergrund. Gott will eigentlich alle retten. Kann er alle retten? Wird er alle retten? Nein, wir haben gesehen, es ist nicht selbstverständlich, dass man das verlorene Schaf findet. Es gibt Situationen, wo man ein verlorenes Schaf vielleicht nicht findet. Ja? Und das haben wir gesehen. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Aber Gott will alle retten. Jetzt, was ist das Erste, was wir lernen können in Matthäus 18, Vers 15? Was ist die erste Lektion, die wir hier aus diesem Vers lernen können über das, was wir tun sollen, wenn uns jemand etwas Böses getan hat? Hat jemand von euch schon mal das erlebt, dass ein Bruder, eine Schwester an ihm gesündigt hat? Oder habt ihr es noch nie erlebt? Ich denke, das haben wir alle schon erlebt, oder? Wir alle haben erlebt, wie andere auch in der Gemeinde sich schlecht verhalten, ein schlechtes Wort gesagt haben, uns falsch behandelt haben, uns was weiß ich was, etwas, gibt es ja verschiedene Dinge. Was sagt uns Jesus praktisch, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ja, sag. Das ist ein sehr guter Punkt, danke, habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Also wir sollen erst alles daran setzen, dass es gar nicht so weit kommt, dass der andere sündigt, ja, weil es ja heißt, wir sollen die Kleinen nicht zur Sünde verführen, ganz genau. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt mit ihm, aber noch bevor es kommt zu mit ihm, was ist das allererste, was wir tun sollen? Wir sollen gehen, ja beten natürlich, ganz genau, beten. Aber ganz wichtig ist, er sagt, wir sollen gehen. Wir sollen nicht warten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie viele warten darauf, dass der Sünder zu ihnen kommt? Weil wir denken, der hat mich beleidigt, der hat mich ignoriert, der hat mich schlecht behandelt, ich habe ja kein Problem mit ihm, er hat mich schlecht behandelt, ich warte jetzt, bis er kommt. Das habt ihr auch schon mal so gedacht. Wir denken ja, wenn wir gesündigt haben, ja, dann müssen wir uns entschuldigen. Ja? Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann gehen wir hoffentlich auch zum anderen, aber wenn jemand an uns sündigt, sagt die Bibel nicht, warte und sei freundlich, wenn er kommt. Die Bibel sagt, geh hin. Wir haben eine Aufgabe, auch an der Lösung von Konflikten zu arbeiten, selbst wenn wir nicht schuld sind. Und es gibt so Situationen, in denen man eher nicht schuld ist. Also oft ist es auch so, dass man nicht einer hundertprozentig schuld ist. Das ist manchmal auch so ein bisschen komplizierter, ja. Da trifft vielleicht auch beide ein bisschen Schuld. Aber auch wenn wir völlig schuldlos sind, sagt Jesus, geh zu deinem Bruder, der an dir gesündigt hat. Ja? Ja,
ganz genau, das ist in der Bergpredigt, ja, wo Jesus genau den gleichen Gedanken, Dankeschön, da ist mir auch nicht oft nochmal in den Sinn gekommen, wo Jesus sagt, wenn du ein Opfer bringen möchtest und dir fällt ein, Mensch, mein Bruder hat was gegen mich, lass dein Opfer. Also auf Deutsch übersetzt, wenn du im Gottesdienst sitzt und willst jetzt Sabbatschule leiten oder willst einen Missionseinsatz später machen oder was auch immer und dir fällt ein, mein Bruder X hat was gegen mich und ich habe noch nichts unternommen, ja, lass diese andere Sache und kläre das erst mit deinem Bruder, mit deiner Schwester und dann kannst du deinen Dienst für Gott tun, ja. Ja, genau. Aber der Punkt hier ist sehr deutlich. Jesus sagt, Jesus sagt, wir sollen, so viel an uns liegt, sagt der Paulus auch, mit allen Menschen am Frieden leben. Wir sollen nicht warten, sondern wir sollen gehen. Warum? Warum? Warum sollen wir gehen? Weil der Hirte geht. Der Hirte steht nicht an seiner Herde und sagt, okay, ich warte, bis das verlorene Schaf zurückgekommen ist und wenn es kommt, werde ich es nicht ausschimpfen. Ich werde ganz freundlich warten, ja, und wenn es kommt, freue ich mich. Nein, der Hirte weiß, wenn ich nicht gehe, wird es wahrscheinlich nie kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Schaf gerettet wird, ist viel größer, wenn der Hirte geht, als wenn er nur wartet. Wenn ich merke, jemand hat an mir gesündigt, muss mir, also wir denken immer, oh, ich bin verletzt, oh, mir hat man wehgetan, wie kann der nur, ja, unser Ich ist angegriffen, ja. Aber wir könnten anders denken, wir könnten sagen, meine Güte, der hat gesündigt, er ist auf dem Weg ins Verderben. Er trennt sich von Gott durch seine Sünde. Ich muss ihn retten, ich muss ihn wieder zu Jesus bringen. Seht ihr? Die Tatsache, dass wir so oft, und es geht uns ja allen so, es geht mir so, es geht uns allen so, mehr oder weniger, dass wir uns oft durch Angriffe angegriffen fühlen, zeigt ja, dass wir oft diesen Blick nicht haben. Dass der Hirte sagt nicht, meine Güte, jetzt muss ich diesen extra Weg auf mich nehmen, weil das Schaf so dumm war und den falschen Weg abgebogen ist. Der Hirte will das Schaf zurückhaben. Und wenn wir Jesus im Herzen haben, werden wir immer mehr so ein Hirtenherz entwickeln und sagen, okay, selbst wenn jemand an mir gesündigt hat, nicht an jemand anders, sondern an mir, will ich trotzdem versuchen, ihn zurückzugewinnen. Und jetzt habt ihr, schauen wir erstmal an, was die Bibel allgemein sagt darüber, wenn jemand an einem anderen gesündigt hat. Schauen wir mal in 3. Mose 5. In 3. Mose 5 haben wir das alttestamentliche Prinzip, was soll geschehen, also sozusagen erstmal die prinzipielle Grundlage, wie soll mit Sünde umgegangen werden. In 3. Mose 5, Abvers 21, da geht es jetzt um, wenn jemand sich an einem anderen versündigt hat, genauso wie in unserem Text auch. In 3. Mose 5 und dort Abvers 21. Wenn sich jemand versündigt und Untreue begeht gegen den Herrn, indem er seinem Nächsten etwas Anvertrautes oder etwas Hinterlegtes oder etwas Geraubtes ableugnet oder wenn er seinen Nächsten übervorteilt oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet oder einen falschen Eid schwört wegen irgendetwas von alledem, womit sich ein Mensch versündigen kann. Wenn er nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das anvertraute Gut, das er ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er gefunden hat, zurückerstatten. Auch alles, worüber er einen falschen Eid geschworen hat, soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazulegen, und zwar soll er es dem geben, dem es gehört, an dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. Sein Schuldopfer aber soll er dem Herrn bringen, zum Priester, einen makellosen Witter von der Herde, nach deiner Schätzung als Schuldopfer. Und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken vor dem Herrn, und es wird ihm vergeben werden, was irgend er getan hat, von alledem, womit man sich schuldig machen kann. Also, was ist Gottes Plan? Was sagt Gott? Wie soll damit umgegangen werden? Wie kann das Problem gelöst werden, wenn einer sich am anderen versündigt hat? Was muss geschehen, damit das Problem gelöst wird? Also ein Punkt ist, es muss wieder gut gemacht werden. Und diese Wiedergutmachung ist interessant. Wie viel muss er wieder gut machen? Alles zurück und? Ja, also er gibt nicht nur alles zurück, sondern noch ein Fünftel dazu. Ja? Also
wenn ich mich an jemandem versündigt habe, sagt Gott, soll ich nicht einfach nur ganz exakt alles wieder zurückgeben? Ich soll noch ein bisschen mehr geben. Warum? Was drückt das aus? Wenn ich nicht nur, also mit anderen Worten, ich klaue dir 100 Euro und jetzt sage, oh, es tut mir leid. Welchen Unterschied macht das, ob ich sage, okay, hier sind die 100 Euro zurück oder wenn ich sage, hier hast du 120 Euro? Welchen Unterschied? Also wenn euch 100 Euro gestohlen wird und jemand sagt, oh, es tut mir leid, hier hast du die 100 Euro wieder zurück. Und der andere sagt, nee, ich gebe dir, du, es tut mir wirklich leid, hier sind 120 Euro. Welchen Unterschied würde das für euch machen? Das andere zeigt, das tut ihm wirklich leid. Das andere ist quasi nur, das muss er tun. Ja? Das ist so das Mindeste. Ja? Aber wenn ich etwas mehr gebe, zeigt es mir, ich möchte wirklich, dass es wieder gut ist. Ja? Ich gehe quasi die Extrameile so ein bisschen, weil ich nicht nur quasi den nominellen Wert ersetzen will, sondern ich weiß, der andere hat ja auch, der hat Leid gehabt, der hat sich geärgert. Ich will es wirklich gut machen. Ja? Ich will ihm entgegenkommen. Also Sünde wird dadurch, oder wenn sich zwei Menschen versündigt haben, dann besteht Gottes Lösung nicht darin, dass sich der Schuldige einfach sagt, okay, es tut mir leid, sondern dass er wirklich dem anderen entgegenkommt. Wirklich, ja, und zeigt, ich will Frieden haben. Das ist der ein Punkt, das ist der zweite Punkt in diesem Text. Das eine ist also eine echte Wiedergutmachung, die über quasi das Technische hinausgeht. Eine echte Wiedergutmachung. Was ist der zweite Aspekt? Genau, das heißt auf Deutsch, er muss bei dem Menschen es wiedergutmachen und was muss er noch machen? Er muss auch von Gott Vergebung erhalten. Könnt ihr sehen, dass die Wiedergutmachung nur einer von zwei Aspekten ist. Es reicht nicht aus Gottes Sicht, einfach nur das wiedergutzumachen, sondern wir brauchen auch Vergebung von Gott. Genauso reicht es nicht aus zu sagen, Gott, bitte vergib mir und ich will es nicht wiedergutmachen. Ja? Kennt ihr jemanden in der Bibel, im Neuen Testament, der wirklich von Herzen Vergebung bekommen hat und auch wiedergutgemacht hat? Da, ja, ich meine, im Neuen Testament vielleicht? Zachäus ist ein gutes Beispiel. Ja, dem fällt ein Mensch, oder der realisiert, es war verkehrt, und dann gibt er noch extra zurück. Ja? Das ist, was Gott sich wünscht. Also das ist eigentlich das Ziel, was wir gerade studiert haben. Ja? Das Ziel ist echte Wiedergutmachung. Wiedergutmachung. Und Vergebung von Gott. Und zwar dieses Opfer, das gebracht werden soll, ist natürlich ein Bild wofür? Dass Jesus am Kreuz auch für diese Sünde gestorben ist. Das ist ganz wichtig, weil in Matthäus 18 geht es jetzt gleich um die Details, was soll man tun, mit wie vielen Menschen und wie und was sind die Schritte. Aber wir dürfen erstens nicht aus den Augen verlieren, was ist der Hintergrund, das verlorene Schaf, Menschen sollen gerettet werden. Und zweitens müssen wir auch wissen, was wollen wir eigentlich erreichen? Wenn man Matthäus 18 praktiziert, was will man eigentlich erreichen, was wünscht sich Gott? Einfach nur, dass wir Punkte abarbeiten, habe ich gemacht, Paragraph so und so. Nein, Gottes Ziel ist, dass wir echte Wiedergutmachung erleben und echte Vergebung von Gott. Das ist das Ziel. Jeder einzelne dieser Schritte muss dieses Ziel erreichen. Und wenn dieses Ziel beim ersten Schritt nicht erreicht ist, dann kommt der zweite Schritt. Und wenn es da nicht erreicht ist, kommt der dritte. Und wenn das da nicht erreicht wird, sagt Gott, okay, kann man es momentan nicht erreichen. Ja, aber das ist immer das Ziel vor Augen, dass nicht einfach Geschwister sagen, okay, ich lasse dich in Frieden, du lässt mich in Frieden. Ja, wir setzen uns einfach, einer setzt sich hinten, einer setzt sich vorne hin und wir reden halt nicht mehr miteinander. Das ist nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist nicht, dass man sich nicht mehr anschreit. Das Ziel ist, dass man echte Vergebung erlebt. Das wünscht sich Gott. Und ich denke, hier gibt es viel Nachholbedarf in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Weil was oft als Friede in der Gemeinde akzeptiert wird, ist nur ein Waffenstillstand. Ja, oder ein, ich rede nicht mit dir und dann gehen wir einander aus dem Weg. Aber das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist echte Vergebung. Nun, also was soll, also jetzt gehen wir zurück zu Matthäus. Was soll also derjenige tun in dem ersten Schritt? Matthäus 18, Vers 15. Was soll er tun? Er soll gehen und dann, was soll er machen? Matthäus 18, Vers 15 haben wir gesehen. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht. Wie stellt euch das vor? Was heißt das? Heißt das? Du. Was heißt, weise ihn zurecht? Also versuche ihm zu zeigen, dass seine Art etwas nicht in Ordnung war. Also irgendwie ihm helfe, dass er einsieht. Mhm. Etwas ist nicht schief, ist etwas schief.
Kennt ihr eine Stelle, auf die sich Jesus hier beziehen könnte, wo auch gesagt wird, dass wir den Nächsten zurechtweisen sollen? Die Bibel spricht ausdrücklich davon. Manchmal gibt es ja die Idee, jeder soll in der Gemeinde tun und lassen, was er will und sagen, was er will und niemand soll sich um den anderen kümmern. Aber die Bibel ist sehr deutlich, wir sollen unter bestimmten Umständen unseren Nächsten zurechtweisen. Und kennt ihr mal eine Stelle, wo das auch vorkommt? Eine ganz bekannte Stelle sogar. Und so, im Alten Testament meine ich. Schaut mal mit mir in 3. Mose, 3. Mose 19, und da werdet ihr einen bekannten Vers gleich finden. In 3. Mose 19 ab Vers 17, das ist ganz interessant, weil da einige Ideen hier verbunden werden, die in unseren Köpfen manchmal leider getrennt sind. In 3. Mose 19, Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern was sollst du tun? Sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Schaut mal, das ist interessant, oder? Wir würden meistens denken, wenn mich jemand zurechtweist, dann hasst er mich, oder? Und wenn er mich lieb hat, sagt er nichts, lässt er mich einfach machen. Aber Gott sagt es genau andersrum. Er sagt, wenn du jemanden nicht zurechtweist, obwohl er sündigt, dann machst du was? Dann hasst du ihn. Wenn du ihn aber nicht hasst in deinem Herzen, dann wirst du ihn ernstlich zurechtweisen. Und er sagt es sogar so, dass wenn du das weißt, dass er einen Fehler macht und du warnst ihn nicht, bist du mitverantwortlich, ja, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Jetzt kommt Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch was? Noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten, was sollst du machen? Lieben wie dich selbst. Das ist interessant, oder? Die Nächstenliebe und den anderen zurechtweisen stehen in der Bibel nebeneinander im selben Abschnitt. Und wie oft passiert es in den Gemeinden, dass Leute sagen, du hast mir nichts zu sagen, ja? Allein die Liebe zählt, du musst Nächstenliebe üben, da kannst du mich nicht kritisieren, ja? Nun, das stimmt. Wir sollten nicht vorschnell kritisieren, weil vieles, was wir als zurechtweisen betrachten, kommt dem hier gar nicht nahe. Denn wie sollen wir den anderen zurechtweisen nach diesem Text? Wie sollen wir ihn zurechtweisen? Ernstlich, ja genau, aber wie? Also wenn wir Vers 17 und 18 zusammennehmen, als einen ohne Hass und? Indem wir ihn lieben wie uns selbst. Es gibt nämlich durchaus viele Geschwister, die gerne andere zurechtweisen, aber gleichzeitig den sie zurechtweisen, nicht so sehr lieben wie sie selbst. Und was passiert, wenn ich jemanden zurechtweise, weil er einen Fehler gemacht hat, aber ich glaube, dass ich selbst besser bin als er? Was passiert? Ich werde ihn richten, ich werde scharf sein, ich werde harte Worte verwenden, ich werde ihn abweisen und so weiter. Wenn ich jemanden liebe wie mich selbst, was mache ich dann? Wie behandle ich jemanden, den ich liebe wie mich selbst? Ich behandle ihn so, wie ich auch gerne behandelt werden würde. Ich weise ihn so zurecht, wie auch ich gerne zurechtgewiesen werden würde. Wer von euch ist schon mal kritisiert worden? Getadelt worden? Wie fühlt sich das an, wenn man kritisiert wird? Ich meine, selbst wenn es zu Recht ist, ja, wenn es berechtigt ist, fühlt es sich immer noch. Ja, und ihr habt alle schon gemerkt, ob es macht einen großen Unterschied, ob jemand ganz höflich und freundlich und bedacht und ja, mit Fingerspitzengefühl uns kritisiert oder ob jemand nur kommt und sagt, pff. Ja, wir wissen ganz genau, es macht einen Unterschied, einen großen Unterschied sogar. Wir nehmen eigentlich nur, wenn überhaupt, die Kritik an, die wirklich freundlich und liebevoll vorgetragen wird. Also es gibt niemanden, der angeschrien wird und sagt, okay, das muss ich wirklich jetzt machen. Weil das erzeugt nur Gegendruck. Echte Zurechtweisung, ernstliche Zurechtweisung bedeutet nicht besonders ernst zu gucken, sondern dass es einem besonders ernst ist, den Menschen zu retten. Dass ich auch nicht sage, na, ich habe mit ihm geredet, er will nicht hören, sondern dass ich wirklich für ihn bete, wirklich dranbleibe und immer wieder versuche, ihm zu sagen, so, schau mal, das war nicht gut. Ja. Ganz genau. Das ist die goldene Regel. Deswegen sagt Jesus, da hängt das ganze Gesetz und die Propheten zusammen.
daran. Also, wir sollen ihn lieben wie uns selbst. Übrigens, das griechische Wort hier für zurechtweisen meint eigentlich so etwas wie prüfen, ausforschen, überführen, beweisen. Also, wir sollen ihm nicht nur sagen, du hast an mir gesündigt, sondern wir sollen ihn quasi, also versuchen, ihm deutlich zu machen, versuchen zu verstehen, wie er das empfunden hat und ihm dann deutlich machen, du hast mich damit verletzt. Weil oft ist es so, dass wenn wir andere verletzen, merken wir es nicht. Oder uns ist es nicht bewusst. Oder wir wollen es nicht wahrhaben. Weil wenn es uns bewusst wäre, was würden wir machen? Wir würden doch von alleine schon sagen, Entschuldigung, oder? Das heißt, jemanden zurechtzuweisen bedeutet ja, jemandem erst einmal deutlich zu machen, dass er überhaupt gesündigt hat. Und zwar so deutlich zu machen, dass er selbst sagt, oh nein, das tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Und das braucht Fingerspitzengefühl, ja? Schau, das ist ein wichtiger Punkt. Diese Prinzipien müssen wir pauschal anwenden. Wir müssen nur verstehen, es gibt Situationen, in denen die Liebe fordert, deutlich zu sein. Zum Beispiel, weil auch andere in Gefahr sind. Genau. Also, wenn ein Bruder in der Gemeinde auf einem falschen Weg ist und eine Irrlehre verkündigt, ja, oder eine Irrlehre glaubt, dann kann ich ihn ernstlich versuchen, zurückzu gewinnen. Wenn er aber gleichzeitig andere noch verführt, ist es genauso ernstlich, aber ich muss vielleicht deutlicher ihn von den anderen trennen, indem ich ihn zum Beispiel aus der Gemeinde ausschließe oder so. Versteht ihr? Aber der Punkt ist, das ist ganz wichtig, diese Prinzipien gelten zu allen Zeiten. Auch Jesus hat seine größten Feinde immer so behandelt. Und deswegen sagt ja Paulus, für seine größten Feinde, ich wünschte mir was? Ich wünschte, dass ich verflucht wäre für sie. Mose, der manchmal sehr deutlich gesagt hat, sehr klar und unmissverständlich, hat auf dem Berg gesagt, ich möchte gern für sie sterben. Deswegen sagt Ellen White. Ja, aber auch der Phineas konnte deswegen Priester werden, weil er so eine Liebe für das Volk hatte und auch bereit gewesen wäre, für diesen Menschen zu sterben, wenn es etwas geholfen hätte. Und das ist der Unterschied. Das ist dieses Prinzip. Ellen White sagt, wir sind dann bereit, einen anderen zu kritisieren, wenn wir bereit sind, für ihn zu sterben. Und das nehmen wir und sagen, naja, dann sollte ich also nicht kritisieren, weil ich bin ja nicht bereit, für ihn zu sterben. Aber es ist genau andersrum gemeint. Es bedeutet, wir sollten anfangen, bereit zu sein, für andere Menschen zu sterben. Sie so sehr lieb haben, dass wir lieber uns selbst aufgeben, als dass sie verloren gehen. Und dann werden wir auch die richtigen Worte finden. Denn das ist die Liebe, die Jesus für uns hat. Nun, was wir gesehen haben ist, mit wem soll man diese Streitsache jetzt ausmachen? Mit wem soll man sie besprechen? Mit ihm alleine. Ja? Direkt mit dem Nächsten. Nicht erst allen Leuten erzählen, sondern nur mit der Person. Und ihr Lieben, ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir uns alle schon daran versündigt, dass wir Sünden gesehen haben, Dinge gesehen haben, die nicht richtig gelaufen sind und dass wir zuerst mit einer dritten Person darüber gesprochen haben und gesagt haben, schau mal, was Bruder X macht. Siehst du, Schwester Y, das geht so nicht, das ist eine Sünde. Und wir haben noch nicht einmal mit dir gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Problem, das wir alle schon in unserem Leben gehabt haben und vielleicht auch wirklich damit zu kämpfen haben, wo wir hier unbedingt lernen müssen. Übrigens, sagt nicht die Bibel, dass sie uns zurechtweist? Kennt ihr Bibelvers, wo die Bibel sagt, oder wo Paulus sagt, dass die Bibel selbst uns zurechtweist? 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe schon erlebt, dass die Bibel mich zurechtgewiesen hat. Oder ihr auch? Aber wie war das, wenn die Bibel euch zurechtgewiesen hat? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr seid für immer verloren? Oder hat die Bibel neben dem Tadel auch immer große Verheißungen und einen ausgestreckten Arm und die Liebe Gottes?
So wie die Bibel uns zurechtweist, so sollen wir andere zurechtweisen. Und zwar so wie in der Bibel, wo du sagst, Phinehas und Elia und Johannes der Täufer neben den ganzen Verheißungen stehen und ein ausgewogenes Gesamtbild geben, so sollen auch wir, wenn nötig, deutlich, aber niemals ohne Liebe, niemals ohne Zartgefühl, niemals ohne Mitleid, niemals ohne Aufopferungsbereitschaft kritisieren. Ja? Der Unterschied ist der, jemand, der unbewusst sündigt, ist leichter zu gewinnen. Jemand, der unbewusst sündigt, ist leichter zu gewinnen, weil er sagt dann, oh, das habe ich gar nicht gewusst und ist sofort gewonnen. Jemand, der bewusst gesündigt hat, der ist schwerer zu gewinnen. Aber wir alle haben schon bewusst gesündigt und Jesus hat uns gewonnen. Wenn also Jesus uns gewonnen hat, obwohl wir schon bewusst gesündigt haben, können auch wir mit Menschen, die bewusst an uns gesündigt haben, so umgehen, wie Jesus mit uns umgegangen ist. Wir müssen nur wissen, dass jemand, der bewusst sündigt und bewusst böse gegen uns ist, irgendwann vielleicht auch, wir kommen dazu, es gibt ja dann Schritte, was ist, wenn jemand nicht hören will? Das ist ja das Prinzip von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gottes Liebe gilt nicht nur denen, die unbewusst sündigen. Gottes Liebe, Ellen White hat ein Zitat, wo sie sagt, seine Liebe gilt am allermeisten denen, die besonders widerspenstig sind. Ganz krasses Zitat. Wo sie sagt, das bezieht sie darauf, dass Eltern auch oft ihre Kinder lieben, die am meisten so gegen den Strom, also so ja, austicken. Da haben Mütter oft die größte Liebe zu denen, weil sie die zurückgewinnen wollen. Ja? Und so geht es Gott ganz genauso. Also, wir sollen das Böse mit Gutem gewinnen, sagt die Bibel, oder? Schaut mit mir in Sprüche 11, Vers 30. Sprüche 11, Vers 30. Dort heißt es in Sprüche 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt was? Der Weise gewinnt, habt ihr das? Sprüche 11, Vers 30? Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Jemand, der ein verlorenes Schaf zurückgewinnt, ist weise. Die Weisheit in unserem Leben besteht nicht darin, dass wir viel wissen. Die Weisheit besteht darin, fähig zu werden, so viel an uns liegt. Ja, wir können ja den Menschen nicht zwingen, aber so viel an uns liegt. Die Brücke so deutlich zu machen, dass ein Mensch wieder zurückkehren kann. All unser Bibelwissen ist dafür gedacht, um Menschen zurückzubringen. Leider benutzen wir das Bibelwissen, um oft zu sagen, ich weiß mehr als du. Ja, ich bin klüger, ich bin weiser, ich habe mehr studiert, ich bin da irgendwie weiter als du und du musst noch. Ja. Nein, alles, jeden Bibelvers, den wir verstanden haben, ist einfach nur ein Werkzeug im Werkzeugkasten, das Gott uns schenkt, um uns zu ermöglichen, möglichst vielen Menschen einen Weg zurückzubauen. Den müssen die selbst gehen. Ja, wir können sie nicht zwingen, aber wir können ihnen Brücken bauen, indem wir ihnen zeigen, wie Gott wirklich ist und wie Gott ihr Problem lösen kann. Alles, was wir wissen, alle unsere Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, alle unsere Dinge, die wir verstanden haben, all das dient dazu, um Seelen zu gewinnen. Das ist die Weisheit. Deswegen ist Jesus auch die Weisheit, weil er ist der Seelengewinner. Und zwar im großen Stil. Schaut mit mir in Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5 und dort Vers 19 und 20. Jakobus Kapitel 5 und dort Vers 19 und 20. Jakobus 5, Vers 19 und 20, den kennt ihr, oder? Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die Frage an mich ist,
er wird seine eigene Seele, jetzt was in dem Mann, sehr gut von dem Sünder oder auch seinem Teil, wenn er nicht hilft, das könnte natürlich auch ein bisschen über den Text. Ja. Ja, genau, aber in dem Vers ist es ja eine Seele. Es ist die, genau. Wir wissen, ja, natürlich, klar. Aber wir wissen auch, dass wir eine Verantwortung haben, haben wir gerade gelesen, ja. Wir tragen Schuld auch, wenn wir das sehen und einfach laufen lassen, ja. Genau. Aber hier ist der wichtige Punkt. Wir tun es, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir tun es primär nicht, damit wir nicht verloren gehen. Weil wenn ich nur anderen helfe, damit ich nicht verloren gehe, merken das die anderen. Aber wenn ich ihnen helfe, weil ich möchte, dass sie gerettet werden. Jesus ist ja auch nicht auf die Erde gekommen, nur damit er nicht verloren geht. Ja? Jesus hat das Risiko aufgenommen, vielleicht sogar verloren zu gehen. Hauptsache, wir sind gerettet. Und das ist seine Liebe. Und die ist unser Vorbild. Jetzt schauen wir, jetzt kann es aber passieren, dass das nicht funktioniert. Ganz kurz. Wenn man das anschaut, Vers 3, da habe ich schon ein paar gesagt, wo jemand könnte den Termin, habe Acht auf euch, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zu weh, wenn es ihm reut, so vergib ihm. Und wenn es ihm reut. Also, wenn man sagt, Gott, wenn er mich nicht reut, ja, keine Vergebung. Ich kann ja einem Menschen nicht vergeben, was er nicht vergeben haben will. Aber ich kann von mir aus, das ist ein wichtiger Punkt, ich kann von mir aus trotzdem Frieden finden und dem Menschen von mir aus vergeben in dem Sinne, dass ich ihm sozusagen nicht mehr böse bin. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollen ja nicht grollen, haben wir gelesen. Schauen wir in Matthäus 18, Vers 16, ganz kurz. Hörte aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Woher kommt dieses Prinzip von zwei oder drei Zeugen? Vom Alten Testament, genau. Schauen wir in 5. Mose 19. Und dort Vers 15. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wenn irgendeine Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Es gibt mehrere Texte im Alten Testament, da wird es explizit auf Mord angewendet. Ja, also wenn ein Mordfall ist und jemand sagt, ich weiß genau, wer der Mörder ist, darf niemand des Mordes verurteilt werden wegen einem Zeugen, sondern nur wegen zwei oder drei. Das heißt, was wir hier sehen, im zweiten Schritt hat das schon eine juristische Komponente. Da geht es jetzt auch darum, sozusagen, wie sicher ist die Sache. Das erste ist noch viel privater, persönlicher, das ist, wie man den Menschen am leichtesten gewinnt. Jetzt kommt quasi ein bisschen äußerer, ja, kommen noch zwei Personen dazu. Oder ein. Warum? Ellen White sagt, Ja, genau. Ellen White sagt, dass es manchmal auch hilfreich deswegen ist, weil jetzt Personen dabei sind, die unabhängig sind, die unparteiisch sind. In so einem Gespräch nur von 1:1 kann es schwierig sein, aber wenn jetzt eine zweite, dritte Person dazu kommt, die jetzt nicht parteiisch ist, dann gibt es noch eine größere Chance, dass der gesündigt hat, vielleicht sagt, oh doch, ja, du hast recht, ja, ich habe mich, das ist also wichtig. Die Zeugen kommen nicht primär, damit man nur sagt, okay, jetzt haben wir was in der Hand gegen dich, sondern die kommen primär, um sozusagen die Chance nochmal zu vergrößern, dass der eigentlich jetzt schon abgelehnt hat, sich zu entschuldigen, sich vielleicht doch noch entschuldigt. Und jetzt, vielleicht können wir noch ganz kurz lesen, 1. Timotheus 5, Vers 19. Da sehen wir, dass es auch in der Gemeinde, in der Urchristenheit angewendet worden ist, hier speziell jetzt auf Älteste bezogen, aber das gilt natürlich auch in anderen Fällen. 1. Timotheus 5, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Ja? Genau. Und jetzt kann es mal passieren, dass auch dieses Gespräch nicht fruchtet. Und dann heißt es in Vers 17 von Matthäus 18, also Matthäus 18, Vers 17, hört aber auf diese nicht. So sage es der Gemeinde, hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Hier ist ein wichtiger Punkt. Wer hat die Autorität, einen Bruder, eine Schwester von der Gemeinde auszuschließen? Wer hat die Autorität? Die ganze Gemeinde.
Das zeigt, wie wichtig die Einzelgemeinde ist. Nicht ein Ältester, nicht ein Prediger, nicht ein Vorsteher einer Vereinigung, sondern die Gemeinde als Ganzes. Weil nur wenn die ganze Gemeinde als solches überzeugt ist, dass hier ein Fehler vorliegt, oder in großer Mehrheit, dann ist es einigermaßen sicher. Ja, eine einzelne Person kann sich immer irren. Ja, sie kann vielleicht auch besonders involviert gewesen sein. Deswegen, egal wie hoch die Position einer Person ist, sie darf niemals solche Dinge alleine entscheiden. Es ist immer eine Sache der Gemeinde. Und wie soll dann die Person behandelt werden? Wenn sie sich weigert, Sünde einzugestehen, weil das ist ja letztendlich, Ellen White sagt, das ist eigentlich dann sowas wie die, also ein Wegschieben des Heiligen Geistes. Wenn wir das nächste Mal zu kommen, denn Gott hat gesagt, Gott hat versprochen, dass wo 230 versammeln, da ist der Mitte unter ihnen. Ja? Wenn wir das nächste Mal genau anschauen. Also wie sollen wir jetzt den